Ein zentrales Thema der heutigen Kabinettssitzung war die bevorstehende Sitzung des Bundesrates am kommenden Freitag. Das Land Rheinland-Pfalz wird dem Bundesrat erneut einen Vorstoß für einen gesetzlichen Mindestlohn unternehmen. Es geht uns darum, dass endlich Mindestlöhne eingeführt werden in der Bundesrepublik, denn wir werden im Frühjahr eine Öffnung des Arbeitsmarktes haben nach Mittel- und Osteuropa hin. Und wenn dann Firmen hierher kommen, die Arbeitnehmer verleihen und die zu Billigstlöhnen Konkurrenz für unsere Arbeitsplätze machen, dann halten wir das nicht aus. Deshalb, wir haben einen detaillierten Antrag, den wir nochmal einbringen und den wir hoffentlich dann auch mit einer Reaktion der Bundesregierung vorantragen können. Bei den Plänen der Bundesregierung in Sachen Hartz-IV-Reform beantragt das Land die Einberufung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung des Gesetzes. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, in den Vermittlungsausschuss zu gehen, denn wir müssen an einer Reihe von Stellen reden. Es muss über die Systematik geredet werden, denn das Gesetz birgt wieder die Gefahr, dass irgendjemand klagen geht in Karlsruhe und gewinnt. Der zweite Punkt, für die Kinder gibt es keine vernünftigen Regelungen. Für das Bildungspaket haben wir eine Regelung jetzt vom Bund vorgeschlagen, die ist aber witzig. 600 Millionen sollen zur Verfügung gestellt werden und die Verwaltungskosten sollen 135 Millionen davon betragen. So etwas haben wir noch nie erlebt. Also diese Dinge wollen wir korrigieren und das ganze Gesetz vom Kopf auf die Füße stellen. Den von CDU, CSU und FDP eingeschlagenen Weg zur Änderung der gesetzlichen Krankenversicherung will die Landesregierung stoppen. Ein Hauptgrund: Das Gesetz trage zur Spaltung der Gesellschaft bei, indem es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig allein die Lasten steigender Gesundheitsausgaben tragen lassen. In Sachen Gesundheitspolitik würde somit der bisherige Weg der solidarischen Finanzierung verlassen. In der Tat, wir sehen das auch so, dass es in eine komplett andere und zwar eine falsche Richtung geht. Denn bisher haben wir solidarisch Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge aufgebracht. Und ich glaube, dass es notwendig ist in der Zukunft, dass alle Menschen einbezogen werden. Auch Leute mit meinem Einkommen einen Beitrag leisten. Ich selber bin in einer gesetzlichen Krankenkasse, aber freiwillig, ich müsste es nicht. Ich glaube, dass also dort mehr Menschen einbezogen werden müssen in die Risikovorsorge. Stattdessen wird man in Zukunft nach einer Erhöhung der Beiträge, die jetzt kommt, dann das Risiko allein auf die Versicherten, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentner und auf die kleinen Selbstständigen, die in den gesetzlichen Krankenkassen sind, abwälzen. Und das ist eine Verzerrung der bisherigen solidarischen Finanzierung, die wir nicht hinnehmen wollen. Während bei der Hartz-IV-Reform ein unionsgeführtes Land bereits erklärt hat, dem Gesetz der Bundesregierung nicht zuzustimmen, scheint dies in Sachen Gesundheitspolitik nicht der Fall zu sein. Ich sehe leider kaum eine Chance dazu, wiewohl ich weiß, dass es einige Leute dort gibt, die das ähnlich sehen wie ich auch und große Bedenken haben. Aber wir werden auf jeden Fall nicht nachlassen, wir werden kämpfen und wir werden deutlich machen, dass wir mit einer solchen Veränderung der solidarischen Finanzierung der Krankenversorgung nicht einverstanden sind.